Wolfgang! Moin, Meister! Moin! Alles klar? Ja. Alles frisch. Mitten schön an. Wieso? Was ist das denn? Die Nacht war kurz, aber. Aber heftig. Junge schubst Mädchen. Mädchen holt Papa. Verprügelt. Papa verprügelt, Junge. So läuft das denn, Melli? Was ist neu jetzt? Ist ja doppelt hier. Das ist ja doppelt. Da macht's auf. Und die erste Seite ist die erste Seite. Wer will ich, was da ist? Ach, hier so. Megaposter oder was? Nee. Ach. Kann man jetzt erst machen. Jetzt haben wir seine Vorarbeit gefahren. Ich bin nach Hause gekommen, habe mit dem Motorrad weggefahren. Da kam man abends wieder, da kommt wieder von Arbeit. Ach, kommt da jetzt. Alex. Ja. Und am Anfang, das wäre ein Werbegeschenk von irgendwie so einer... Genau, ungefähr so billig sind die auch. Aber die verbreiten sich ja rasant. Ja, weil sie billig sind. Ja. Wo kommen die her? Wer ist das? Kennst du den? Decathlon ist das. Das ist die Marke von Decathlon. Und da die ja so viele Läden hier aufmachen... Also das ist keine Marke. Das ist eine Handelsmarke. Handelsmarke, Vertriebsmarke. Wolfgang, gucken wir nochmal rauf. Wenn da kann ja sein. Ah, ja. Wie gesagt, die sind so billig, das ist so ein Schrott und so ein Müll. Ja, so sieht das aus. Deswegen, ich dachte immer Werbegeschenk. Die sehen wirklich immer toll aus. Wow, schöne Farbe oder irgendwie so ganz gut designt oder so. Aber das ist so ein Müll im Detail. Ich hab die ja oft hier zum Reparieren oder so und meistens schicke ich die Leute dann weg. Also macht ja auch keinen Spaß. Also ja, genau, du kannst keine gute Arbeit ableisten. Ja, das ist mein Problem daran. Ich würde ja gerne reparieren, wenn es was gäbe zum Reparieren. Aber wenn es neu, die Dinger sind einen Monat alt und kaputt. Na, was willst du den Leuten denn sagen? Geh zurück zu Decathlon, tausch das Ding um oder hol dir ein Geld zurück und kauf dir vernünftig Rad im Fahrradladen. Ja. Vielleicht haben sie da auch teure Sachen, weiß ich nicht. Kann der Doktor wieder abgehauen? Ja, die holt ihren Helm. Okay. Helm ist wichtig. Hemd, hier ein Hemd. Was ist das? Das ist eine Kamera. Ist das ein GoPro auf anders? Wie auf anders? Ja, jetzt ist der GoPro. Und das ist was? Eine fette Batterie oder was? Das ist die Batterie. Damit Wolfgang 24 Stunden am Tag live auch drauf ist. Ach, ist das deine hier Live-Übertragung? Das ist auch genau. Hast du nicht gesehen? Nee. Habe ich nicht gesehen. Welche Übertragung habe ich nie gesehen? Nein. Hier. Nee, da. Nein, da. Oh. Hier. Meine Tochter fährt zum ersten Mal ein 24 Zoll Rad. Die Bremse ist ein bisschen laut. Ist doch gut, oder? Mhm. Kommst du gut ran? Ja, aber dabei musst du fahren. Das kannst du nicht im Stand schalten. Fahr mal noch. Ja, die Schaltung funktioniert noch nicht richtig. Schalt mal einen zurück. Und? Ist das okay? Ja. Was ist denn? Stimmt irgendwas nicht? Stimmt alles. Das geht auch. Schaltung geht auch. Halt fest beide Hände. Danke. Ja, furchtbar. Oh, jetzt haben wir ein Problem, weil Pumpen ab und zu haben, dass sie sich ganz schwer drücken lassen. Das ist, wenn der Gummi kein Fett mehr hat innen drin. Dazu müssen wir die zerlegen. Die Schraube auf. Schraube ab. SKS Rennen WR Express zerlegen.
Hinten auch. Simpel, der ist pupstrocken, ja, dadurch gleitet der natürlich nicht mehr und das war, machen wir ein bisschen Fett drauf und dann läuft es wieder. Fett. Pumpschwengel. Und den Ditsche ein. Jetzt läuft's wieder. Das Ganze kommt wieder hier rein. Das ist immer noch ein bisschen schlupfig. Schon wesentlich leichter. So, von alleine muss runtergehen, dann ist es ideal. Jetzt noch verschrauben, Feierabend. Moin. Fahrrad ja. Ausleihen. Ausleihen, danke. Oder auch leihen. Ja. Und für leihen, das ist was ich mache. Du? Ah, so. Ja. Okay. Ausleihen dann. Sehr schön. Wie lange? Bis Montag? Bis 23? Weil ich gerne drin ausgeleihen. Oh, ich hab das Ding laufen lassen. Warum das denn? Ciao. Heute ist ja wirklich sehr bescheiden. Bei so schönem Wetter. Aber der Wolfgang kommt. Na Wolfgang, so eine Überraschung. Ich hab dir schon mal einen Stuhl hingestellt. Oh, danke schön. Haben die abgeschleppt, oder? Nö. Haben sie gestartet und sind losgefahren. Ja, auch noch dran, oder? Nein. Hier sitzt er. Ja. Gut. Der ist lange hier, war. Über ein Jahr. Ja, ja, ja. Jo, was haben wir denn hier? Auftrag. Nee? Ja, aber manchmal ist es so, manchmal ist es auch ein großer Aufwand, so eine Reparatur. Ach, ist mir royal. Ich habe einen Auftrag. Den mache ich jetzt. Die sind alle wieder raus. Im Keller am Durchfallkeller. Ich warte, bis der immer eine Fuhre macht, laufen, bis der Ela wieder kommt und wieder. Ziehen Sie unter eine Brücke, dann brauchen Sie nichts. Gibst du den Pandora? Ist das öde? Ja, es war ein nicht so aufregender Tag. Den beende ich jetzt auch noch.
Nicht wahr? Jetzt gucken wir noch einmal nach hinten, wie es hier überhaupt aussieht. Dann einmal hier gucken. Es hat sich ja nicht viel verändert, außer dass es viel voller geworden ist. Habe ich immer so den Eindruck, es wird immer voller. Statt leerer. Obwohl, hier sind ein paar Lücken. Ne? Links und rechts, ab und zu. Zwei, drei Räder habe ich schon verkauft. Aber hier hinten ist es voll. Propf, propf, stopf, stopf. Total voll. Ja, so sieht das aus. Why it is so pricey, hat sie gesagt vorhin. Und hat gedacht, das Datum wäre der Preis. Ganz so teuer bin ich nicht. Aber fast. Ne? Also das Baujahr wäre der Preis. Hat sie nicht verstanden. 1937 dachte sie 1937 Euro. Ja, kann man auch nehmen dafür, wenn es Baujahr 37 ist. Aber ganz so teuer bin ich halt nicht. Fand ich witzig. Kleine Anekdote noch von heute. Jo. Also bis morgen, bis Montag fängt auch mit Mo an. Gehabt euch wohl. Freue mich, dass ihr dabei seid. Ab und zu auch mal auf Gefällt mir klickt und naja, so eine Sache. Daran sehe ich halt dann auch mal, ja, die fällt dann doch dem einen oder anderen. Einigen gefällt es ja auch nicht und die gehen dann wieder weg. Und so, ja. Und wie war's? Toll. Reparieren? Wieso? Ist ja gerade aus der Packung. Gib mal her. Gib mal her. Wie zur Hölle soll ich denn das reparieren? Ja, ach was, ein Sieg. Na du da unten? Mann! Wie zur Hölle soll ich deinen Sitz reparieren? Warum kommt da überhaupt der Vorschlag, dass ich sowas reparieren soll? Ich hab nicht gesehen, wie weit es kaputt ist. Ist das kaputt? Das ärgert mich jetzt wieder. Ich geh wieder, bin ich der Dumme. Kann der Tommy nicht reparieren. Schwachsinn, ja, Scheiße. So ein Quatsch auch, was soll denn so ein Müll da zu kaufen? China, Scheißdreck. Hey, ich häng, hier, gib mal, bumm, bitte. Wie soll ich denn das machen? Wie soll ich denn sowas machen? Papa! Komm mal her. Ja, so können wir das machen. Ja, wir machen das so. Mann, guck mal, ey. Scheißdreck, China. Müll, ey. Du brauchst nicht weinen. Ich mach's dir ganz, okay? Ja, ich mach das ganz. Scheiße, Junge. Sei nicht genervt. Sei nicht genervt. Ach, hör auf jetzt. Du bist gefahren. Stopp, 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 stopp. Die ganze Zeit ist Harmonie hier. Und Jing und Jang und Sing und Jang. Und dann kommt ihr und dann zerbricht ein Einhorn. Natürlich nicht, wenn der Drogenblitzer. Warte hier. Oh, das stinkt hier so. Ich denke mir, das ist nicht unten so schlimm. Dann seid ihr. Danke, kaum seid ihr gekommen, ist alles kaputt. Der ganze Raumklima ist im Arsch. Nee, ich will nicht schnüffeln. Nee, schnüffeln. Ich bin gereizt. Da ist ja noch was Aufregendes passiert. Gerade gesagt. Ja, was passiert heute? Also keine aus dem Samurai. Oh, Samurai. Naja, muss ich. Kann man das dann auch abschmachen? Die bleiben nicht dran. Wenn du mich so für so dilettant hältst. Hast du noch viel zu tun jetzt? Ja, wahnsinnig viel. Eigentlich habe ich harmonisch, wollte ich harmonisch den Abend beenden. Oh, kommst du mit hoch? Nö. Jetzt bleibe ich erst recht unten. Ich werde sehr lange hier unten bleiben. Ist alles schlafen. Das dauert nicht lang. Und was ist das? Weiß ich nicht, was das ist. Was hast du denn? Spinnt ja auch ein bisschen ab. Ihr seid ja mal alle am Rutschen. Ich hab das weggemacht. Der Arme muss die ganze Zeit. Ihr seid ja alle nicht ganz dicht zu. Aber dann hab ich das gemacht. Hui! So, ist sie fixt?
Gibt es da noch mehr Einzelheiten zu, oder? Fixe Einhorn. Haben wir ja gerade da. Schön gibt's. Einfach zum Hinstellen, als Pokal. Als Erinnerung. Hier, bitteschön. Nein, das kann ich dir nicht geben. Einhorn-Reparatur. Unicorn-Repair. No. It's broken and now it's fixed. Ja, yeah, I do everything. Okay, willst du es hier wieder reintun? Nee, möchte ich nicht da reintun. Okay, Anu, kannst du es tragen, ohne nochmal zu zerbrechen? Vorsichtig anfassen. Dann lass den die Packung, nein, so, da ist ja noch Teile drin. Ne, bitte nicht kippen, nein. Ich muss die. Okay. Nö. Nö, das ist aber nicht tauglich mehr. Lumen, mach die Tür auf. Ja. Aber hier sind noch ein paar Stücke abgebrochen. Ja, bitte nicht. Wir gehen jetzt. Nee, das macht Lumen. Ganz ehrlich, wir gehen. Eins, zwei, drei, vier. So, fantastisch. So, also nochmal gute Nacht, ja, an alle. Das war ein bisschen jetzt noch ein Einhorn-Auftrag, ein Einhorn zu reparieren für den Sonntag. Machen wir schnell. Ist ja, Mann, ist das schlimm. So ein bisschen Scheiße, so was Kindern zu schenken. Fällt's runter, ist doch nur Theater, Mann. Kriegst du nie wieder. Dauert doch dann ewig, bis aus China wieder so ein Ding hier ist, ey. Mann, das regt mich auf. Also wirklich, finde ich furchtbar. Furchtbar. Ah ja. Gute Nacht. Bis dann. Ciao.